Hallo und herzlich willkommen. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir. Wir wollen heute mal reingucken, heute für Donnerstag, den 25.05., was sich so zeigen mag. Es ist wie immer ein allgemeines Orakel. Das bedeutet, es kann auf dich zutreffen, muss es natürlich aber auch nicht. Und du schaust das Video in eigener Verantwortung. Du bist ja schon groß und für dich selber verantwortlich. So. Oha, wir haben gleich zwei Karten, die wir gestern auch schon hatten. Alles ist eins und spüre deine Verbundenheit mit der Natur sowie das Geschenk, das in deiner Situation jetzt liegt. Interessant, okay, gucken wir mal weiter, was ich hier sonst noch so zeigen möchte. Das ist das Seelenforscher-Orakel von Christine Lau. Und, ups, eine Karte hätte ich gern noch. Na gut, zwei nehmen wir auch. Müssen uns hier ein bisschen arrangieren, aber das kriegen wir schon hin. So, schauen wir mal. Die mittlere Karte ist, alles wächst und gedeiht unter den richtigen Bedingungen. Ja, sei stolz auf deinen Fortschritt, sagt die Tagesenergiezahl. Das ist die 511. 511, sei stolz auf deinen Fortschritt. Alles wächst und gedeiht unter den richtigen Bedingungen. Und die letzten Tage ging es vor allen Dingen auch um die Rahmenbedingungen deines Lebens. So, dann haben wir hier das Abenteuer. Ruf, geh, wohin dein Herz dich ruft und nimm das Leben, wie es kommt. Erkenne, dass du auch in anderen Leuten gespiegelt wirst und dass dein Umfeld auch eine Reflexion deiner selbst ist. Ich gehe nicht so weit zu sagen, dass alles, was du im Außen siehst, nur aus deinem Kopf heraus entsteht. Ich gehe auch nicht so weit zu sagen, dass alles, was um dich herum geschieht und wer zu dir kommt, alles direkt auf deine Einstellung zurückzuführen ist, denn das halte ich für esoterischen, übertriebenen Egoismus, zu glauben, dass alles nur aus dir selbst heraus entsteht, sondern wir befruchten uns und beeinflussen uns gegenseitig, wie wir diese Erfahrung hier machen auf dieser irdischen Ebene. So, wir sind hier immer noch an einem Punkt, wo es darum geht, dich auf eine Reise zu begeben. Auf die Reise in eine neue Zukunft, auf deine Reise in ein neues Morgen. Und in dem Moment, wo du lernst, deinen eigenen Wert zu definieren, wo du erkennst, okay, ich bin auch ein Geschenk für die Welt, ich bin hier mit den anderen verbunden, das, was um mich herum geschieht, hat zum Teil etwas ganz direkt mit dem zu tun, wie ich mich im Außen präsentiere. Und zum anderen aber auch kommen da auch Lernerfahrungen, die dir zeigen, wo eventuell noch Themen in dir schlummern, die du lieber nicht anschauen möchtest. Sei es Wut oder Verzweiflung oder das Gefühl, alles alleine schaffen zu müssen. Es kann sein, dass du manchmal das Gefühl hast, dass nichts passiert, dass du zu wenig Kontakt vielleicht auch zu anderen Leuten hast. Aber jetzt ist es an der Zeit, wirklich ganz offen zu sein, auch für das Gute, was du schon so lange vermisst in deinem Leben. Es geht darum, jetzt auch wieder offen zu sein, auch positive Erfahrungen zu machen und nicht immer darauf zu warten, dass bald wieder ein Schicksalsschlag kommt, dass bald wieder etwas Böses passiert. Komm raus aus der Angstspirale. Ein einfacher, erster und ziemlich effizienter Weg, um aus einer generellen kollektiven Angst herauszukommen, ist, sich nicht mehr diesem Dauerbombardement mit Beeinflussung der Nachrichten zu verbinden. Also in dem Moment, wo du aufhörst, das tagesaktuelle Geschehen in Politik und Weltgeschehen zu beobachten, wirst du automatisch aus diesem Feld der Kollektivangst herausgezogen werden können. Es ist wichtig, dass du auf dich selber schaust, auf deine eigene Rolle in deinem ganz konkreten Lebensumfeld, in deine Koordinaten sozusagen deines jetzigen Zustandes. Schau nicht so viel nach außen, schau nicht so viel tagesaktuell, was da draußen wieder über, ja, welches Schwein wieder durchs Dorf getrieben wird, sag ich mal so. Weil inzwischen ist es so, dass es gar keine guten Zeiten mehr gibt im Endeffekt in dieser Berichterstattung, die da draußen stattfindet. Es ist nur Chaos, nur Ärger, nur Krieg, irgendwelche Krankheiten, die jedes Jahr uns aufs Neue komplett vernichten wollen. Es ist immer dasselbe Schemata, was da gefahren wird. Und du darfst dich da ein bisschen rausziehen, weil es gibt so viel Gutes im Leben, das du direkt vor deiner Nase haben könntest, wenn du bereit bist, deinen Fokus zu verändern, deine Sichtweise ganz konkret auf dich zurückzuziehen.
Und das meine ich nicht egoistisch, aber die Welt wird sich auch dann weiter drehen, wenn du den Fernseher eine Woche auslässt oder die Zeitung abbestellst. Die Welt wird sich einfach auch ohne dein Zutun weiterdrehen, solange du dich auf deine Themen konzentrierst. Und mal ganz ehrlich, wir alle kennen diesen Spruch, dass man zuerst vor der eigenen Haustür kehren soll, um die Welt zu verändern und zu einem besseren Ort zu machen. Und das ist ganz wörtlich gemeint. Kehre zuerst in dir selber, ja, in deinem eigenen Zuhause, in deinem eigenen Geist, in deinem Herzen. Sorge dort, wo du es wirklich kannst, für Frieden, Harmonie, Gesundheit, und positive Einflüsse, anstatt dich an der Welt abzuarbeiten, wo du nämlich keinen Einfluss auf die anderen Menschen hast. So, wir gucken noch mal weiter in das Wandering Star Tarot von Cat Pierce und schauen mal, was ich hier so zeigen mag. Huch. Die zwei Stäbe, der Stern. Fünf Karten hätte ich gerne. Na, du bist auch so verdächtig. Zwei Kelche, oh, wie schön. Zwei Kelche wässern hier alles, was unter den richtigen Bedingungen wachsen soll. Kann auch gut sein, dass du einen Menschen triffst, bei dem es sich lohnt, dran zu bleiben. Ein Mensch, der vielleicht auch das Gefühl hat, dass es sich lohnt, bei dir dran zu bleiben. Zehn der Schwerter hatten wir gestern auch schon. Diese Spiegelung, die Offenheit, die zehn Schwerter sagen hier an dieser Stelle, dass du wirklich lernen darfst, das Leben wirklich so anzunehmen, wie es ist. Wenn du mit jemandem schon seit Ewigkeiten befreundet bist, aber diese Freundschaft ist ausgelaufen, weil der andere sich nicht mitentwickelt, weil der andere dich ständig nur an deine alten negativen Verhaltensweisen erinnert, weil dieser Mensch einfach nicht wirklich ein echter Freund ist oder weil es einfach an der Zeit ist, dass die Wege sich trennen, dann finde hier einen Abschluss. Ja, finde Frieden damit, dass manche Dinge zu Ende gehen und dass sie Platz machen für Neues, weil wenn du die Hände so voll hast mit so vielen verschiedenen Aktivitäten, mit so vielen verschiedenen Menschen, dann ist es manchmal schwer, da halt noch etwas Neues zu integrieren, weil du einfach keine Zeit oder keine Ressourcen mehr hast, um das Neue auch wirklich anzunehmen. Aber hier mit dem Pagen der Münzen und diesem Abenteuer hast du die Fähigkeiten, das Geld, das Talent und die Möglichkeiten, jetzt etwas Neues zu erschaffen, wirklich voranzuschreiten, vielleicht auch in der Liebe, hier in der Partnerschaft, Harmonie und Frieden zu finden bei einer neuen Beziehung, weil manchmal kann ein Mensch, den du erst seit 2 Monaten kennst, dir mehr Verständnis, Liebe, Nähe und Hoffnung geben, als ein Mensch, den du vielleicht schon 20 Jahre kennst. Und ich rede nicht davon, ungesunde Beziehungen einzugehen, wo jemand dich einfach mit Aufmerksamkeit und Liebe überschüttet, um dich an den Haken zu bekommen, sondern ich rede von Freundschaften oder auch von Partnerschaften, die sich einfach natürlich anfühlen, die unter den richtigen Bedingungen einfach florieren können, die dich weiterbringen und wo du dich einfach, ja, gesehen fühlst, geborgen, getragen fühlst, wo jemand auch bereit ist, vielleicht mit dir mal Dinge auszuprobieren, die du dich vorher nicht alleine getraut hast, hier an dieser Stelle. Mit dem Stern und der Wunscherfüllung und diesem Geschenk darfst du ganz viel Vertrauen darauf haben, dass jetzt Wunder geschehen, dass hier wirklich unfassbar viel Energie zur Verfügung steht und du darfst so stolz darauf sein, dass du den Schritt gehst, dass du immer weiter gehst, dass du deinen Fortschritt im Auge behältst und dich nicht in deinem Leid suhlst oder dich daran an einem Opfermodus festbeißt und sagst, oh, ich kann nichts dafür, mein Leben ist so scheiße, weil der und der hat das und das und das gemacht und ich, armes Opfer, komme hier nicht raus, alle anderen sind schuld. Das ist so ein Umstand, der dich einfach festhält und der dich in einer negativen Art und Weise das Leben sehen lässt. Falls du dich an so einem Punkt befindest, dann wisse, dass es halt auch an dir liegt, deiner eigenen Energie zu folgen, deinem eigenen unglücklich sein, nachzuspüren und zu gucken, okay, wo kommt es wirklich her? Und bin ich vielleicht gerade einfach auch nicht bereit, mich zu heilen? Bin ich nicht bereit, mir den Schmerz anzuschauen oder die Verantwortung auch für das zu übernehmen, was ich vielleicht auch nicht richtig gemacht habe? Oder was ich vielleicht glaube, nicht richtig gemacht zu haben? Weil ganz oft verurteilen wir uns selbst für Kleinigkeiten, die andere Leute schon lange vergessen haben. Es kann sein, dass jemandem immer noch etwas peinlich ist, was er vielleicht irgendwann mal mit 20 getan hat. Und 20 Jahre später ist es dir immer noch peinlich. Und du hängst da emotional immer noch an so einer Schuld,
Blase fest, die eigentlich unnötig wäre. Es kann gut sein, dass du hier einfach lernen darfst, auch mal realistisch mit dir selbst umzugehen und dir selber auch großzügig zu verzeihen für Dinge, die nicht mehr geändert werden können. Und wenn dieses Verhalten oder diese Eigenschaft bis heute noch bei dir präsent ist und du magst sie nicht, dann ist es an dir, da etwas zu verändern. Aber das geht nicht, indem du mit den Fingern nach außen zeigst und die Schuld bei allen anderen suchst, sondern du schaust, wo ist mein Anteil? Und du kannst die anderen Leute, sofern sie dir etwas Unrechtes getan haben, natürlich weiterhin in ihrer Schuld lassen. Aber um deine Zukunft zu generieren, um hier etwas Neues wachsen zu lassen, musst du dich trotzdem irgendwann von diesem Problemfeld abwenden und etwas Neues beginnen. Etwas Fruchtbares, etwas Wunderschönes, etwas, was zukunftsweisend ist, etwas, was dir Hoffnung gibt, das dich einfach nach vorne schauen lässt, hier mit dem Stern, dein Leitstern oder wie ich gern sage, dein Nordstern. Etwas, auf das du zulaufen kannst. Hoffnung. Hoffnung in die Zukunft, auf eine gute Zukunft. Du darfst Träume haben, du darfst Visionen haben, du darfst lernen, dir dein eigenes Lebensmodell zu erschaffen, deine eigenen Ideen florieren zu lassen. Hier haben wir die Karte nochmal, alles ist eins, du fühlst die Verbundenheit mit dem Schöpfer und seinen Geschöpfen. Und dazu die zwei Stäbe, wo es um Pläne geht, auch für Partnerschaft und Einflussnahme auf dein eigenes Leben. Nimm hier wirklich wieder das Zepter in die Hand, und sorge dafür, dass du lernst, jetzt deine Wertigkeit auch zu akzeptieren. Ja, akzeptiere, dass du wichtig bist und akzeptiere, dass du auch stolz darauf sein kannst, wohin du schon gekommen bist. Vielleicht bist du nicht da, wo du vielleicht sein wolltest oder bist noch nicht bei deinem großen Ziel angekommen. Aber jeder kleine Schritt ist wichtig. Die kleinen Schritte im Alltag sind oftmals viel wichtiger als diese großen Meilensteine, die alle dann sehen können. Sondern es sind diese einfachen Dinge in deinem Alltag, die du vielleicht auch mit niemandem teilst, die wirklich ausschlaggebend dafür sind, dass du deine Veränderung lebst. Ja, es verändert sich ständig immer alles und das ist eine der großen Wahrheiten, die wir einfach akzeptieren müssen. Irgendwann wirst du sterben und bis dahin verändert sich alles immer ständig. Und du darfst sehen, wo du schon angekommen bist. Vielleicht möchtest du auch noch mal ehrlich Bilanz ziehen heute und gucken, wo stand ich letztes Jahr zur selben Zeit und wo stehe ich jetzt? Was ist besser? Was ist vielleicht gleich geblieben? Was hat sich sogar vielleicht verschlechtert? Und möchte ich da noch Energie reingeben? Kann ich das gehen lassen oder muss ich das mitnehmen? Du entscheidest jeden Tag aufs Neue, was für dich noch dienlich ist und was für dich nicht mehr dienlich ist. Und dann kann es hier auch klappen, dass neue Beziehungen wirklich eingegangen werden können, die dann auf einer neuen Stufe stattfinden, die nicht mit alten Verletzungen beginnen, sondern mit dem Wissen darum, wo du verletzlich bist, was du von dir preisgibst, wie du dich gibst dem anderen gegenüber. Hier wird eine Art Bewusstseinssprung hoffentlich stattfinden können in dem Moment, wo du dich von deiner Vergangenheit löst oder auch schmerzhafte Erfahrungen akzeptierst, wie sie sind und von jetzt an weitergehst, anstatt dich verbissen in der Vergangenheit an irgendetwas festzuhalten. Ich wünsche dir dabei ganz viel Kraft, Glück und Erfolg. Und wenn du magst, ja, würde ich mich freuen, wenn wir uns morgen früh wiedersehen. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute, gehab dich wohl. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über ein Like oder einen Kommentar. Wer mag, darf meine kostenlose Arbeit natürlich gerne mit einer Spende unterstützen. Und falls du eine persönliche Kartenlegung buchen möchtest, findest du die Möglichkeit auf meiner Homepage und den Weg dorthin in der Videobeschreibung unterhalb des Videos. Bis dann, alles Liebe. Ciao.